Willkommen bei Tel Afrikaans. Wir sind heute unterwegs mit dem Altstadtrat Mesbari. Er kandidiert aktuell für den Berner Grossrat und wir sind hier heute, um ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Hallo Herr Berry, danke vielmals, dass ihr in der Einladung genommen seid. Herzlich danke für Ihre Einladung. Und ja, wie gesagt, ich bin der Mesbari und erste schwarze großer Stadtrat. Und ich war hier drin 4 Jahre und ich bin jetzt aktuell in der Schulekommission Stadt Bern. Und ich bin auch der erste Schwarze, wer ist in der Schulekommission Stadt Bern. Und ja, ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, das ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Und ich glaube, wir gehen am besten mal gerade ins Café reichen und schauen, was genau Schiss Programm ist, Schiss Partieprogramm. Tel Afrikaans, heute immer noch unterwegs mit dem Mesbari. Und jetzt erzählt nicht mal, wieso soll ich auch wählen in den Grossrat? Was macht auch uns? Was würdet ihr im Grossrat bewirken? Ja, weil ich bin erfahrener Politiker, ich bin Schweizer mit Migrationshintergrund und ich setze mich sehr für die Integration und Bildung, für Chancengleichheit und ich bin gegen Rassismus und gegen Diskriminierung. Und ich nehme ein Beispiel, der Herr Schnecke, und er will bei Sozialhilfe sparen. Es macht eigentlich für alle Sinn, aber jetzt würden die Gegner sagen, ja, das ist naiv, das geht sowieso nicht und irgendwo müssen wir ja sparen. Was würdet ihr diesen Stimmen entgegenhalten? Das ist klar, in Politik ist das ist immer so, es gibt immer Meinungsverschiedenheit. Und wenn ich bin im Parlament, das ist meine Aufgabe, mit Leuten Dialog zu suchen. Und das habe ich auch im Stadtrat bewiesen, weil ich war auch im Stadtrat als parteilos und dann konnte ich verschiedene Parteien auch überzeugen, habe ich eine Fraktion gegründet und mit verschiedenen Fraktionen und dann habe ich auch dort konnte breite Parlamentarier überzeugen und ich bin ganz davon überzeugt, im Grossrat kann ich auch das weitermachen. Also weniger Partiegeist, so Partiegeist und mehr der Sachzweck, also der Sache dienen. Genau, das ist ja gut bei Parteilos, oder? Du kannst genau die Sachverhalte sachlich politisieren. Du musst nicht auf Parteibuchlein sein, oder? Und klar, aber du musst auch können, auf andere Leute zugehen und probieren, deine Meinung denen zu überzeugen, oder? Und ich bin jemand, der auf die Leute zugehen und mit denen probiere ich meine Anliegen zu überzeugen, oder? Also, ihr seht, er ist ein Kandidat für den Berner Grossrat. Ich finde einen sehr vielversprechenden Kandidat. Soziale Gleichheit gegen Rassismus und Migration, Fortschritte, also die Integration von den Migranten vorantreiben. Wie wählt ihr das? Seht ihr schon irgendeinen Lösungsansatz? Also was würdet ihr im Grossrat konkret, wie würdet ihr konkret gegen das vorgehen? Für mich ist sehr wichtig, die Leute, die hier leben, dass die in Arbeit machen. Für mich, egal mit oder ohne Schweizpass, Leute, die hier leben, muss Priorität im Schweizer Arbeitsmarkt sein. Und die Migranten, die hier leben, muss man in Sprache unterstützen, zumindest bis B1-Niveau. Das ist sehr wichtig, das ist ein sehr gut investiertes Geld. Und ich finde, da in diesem Punkt muss man eingehen und die Arbeitgeber zwingen, ihre Verantwortung zu übernehmen und die Leute, die hier leben, anstatt von der Stadt ziehen und dann von Steuergeld leben, die in Arbeit machen. Das ist sehr wichtig und wie gesagt, ich setze mich sehr für uns für gut zusammenleben, zu wissen, die Einheimische und die Neuen zugewandert. Und das ist, ja.